Sweet dreams are made of this. Ja, genau. Heute geht es um Süßes, aber auf meine Art. Schön, dass ihr da seid. Hautalterung und Verzuckerung sind ja gerade in aller Munde. Aber was ist da wirklich dran? Das erfahrt ihr jetzt. Also um dieses Thema kommt ja keiner mehr drum herum. Schlaffe Haut und Falten durch Gewebeverzuckerung. Aber ist das jetzt nur Panikmache oder vielleicht doch real? Und jeder geht damit ein bisschen anders um. Die einen fangen an zu hungern, die anderen ernähren sich Low Carb und wieder andere haben ständig ein schlechtes Gewissen, wenn sie Süßigkeiten essen. Zu der Gruppe gehöre ich übrigens auch. Aber ich sage ja immer, Wissen wirkt. Und deshalb erkläre ich hier, wie auch in allen meinen anderen Videos, immer die Hintergründe und Zusammenhänge. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch noch sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch auch meinen Kanal und vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, um kein neues Video über schöne und gesunde Haut zu verpassen. Kommen wir zur Sache. AGE oder FGE? Schon mal was davon gehört? Nun, übersetzt bedeutet im Englischen Advanced Glycation End Products. Und im Deutschen hört sich's noch langweiliger an. Fortgeschrittene Glykations-Endprodukte. Ich kann euch aber sagen, das Thema ist überhaupt nicht langweilig, sondern super spannend. Ich will euch das mal so kompakt wie möglich erklären. AGE bzw. FGE beeinträchtigen letztendlich alle Gewebestrukturen. Die einen weniger, die anderen mehr. Zum Beispiel Gefäße. Sie schädigen Moleküle, Zellen, Gewebe, strukturell und funktionell in vielerlei Hinsicht. Fördern oxidativen Stress und Entzündungen. Wir greifen uns heute aus diesem Riesenthema einen Aspekt heraus, der die Haut betrifft. Und um das Ganze besser zu verstehen, vorher die Frage, woher kommen denn diese Advanced Glycation End Products eigentlich? Nun, sie entstehen überall im Körper und zwar durch einen Vorgang, der, wie der Name schon sagt, Glykation heißt. Diese Glykation findet statt zwischen Zuckern, also Kohlenhydraten und Eiweißmolekülen, aber auch zwischen Zuckern und Fettmolekülen oder Nukleinsäuren. Wenn sie nun im Körper selber geschieht, dann nennen wir das endogene Glykation. Das passiert natürlich nicht überall und mit allen Zuckern, sondern hängt auch noch von anderen Faktoren ab, zum Beispiel von einem erhöhten Blutzuckerspiegel oder erhöhtem oxidativen Stress im Gewebe. Aber ganz wichtig! AGE werden häufig in viel höheren Mengen fertig gebildet über die Nahrung aufgenommen. Und da entstehen sie durch sogenannte exogene Glykation, also außerhalb des Körpers. Das passiert besonders beim Erhitzen von Nahrungsmitteln, die sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine enthalten. Dabei findet die sogenannte Maillard-Reaktion statt. Maillard-Reaktion? Schon mal was davon gehört? Ja klar, ich habe euch doch schon ein Video dazu gemacht. In diesem Video geht es um Selbstbräuner und ihr erfahrt auch, was Selbstbräuner mit Toastbrot zu tun haben. Also ich empfehle euch, dieses Video gleich nach diesem Video hier anzuschauen. Zurück zu den Glykationsendprodukten AGE oder FG, die ja die gefürchtete Gewebeverzuckerung verursachen. Es gibt einige Tricks, um sie zu verringern, die ich euch natürlich noch verrate. Ganz nebenbei bemerkt, sie entstehen auch beim Rauchen und bei UV-Einstrahlung. So. Und was machen jetzt diese Glykationsendprodukte speziell mit unserer Haut? Nun, letztendlich stören sie auch hier verschiedene Zell- und Gewebefunktionen. Und da sticht ein Aspekt ganz besonders ins Auge, weil er über die Zeit immer sichtbarer wird. Da kommen wir zum Kollagen. Kollagen ist ja für das mechanische Gerüst der Haut und diverse zelluläre Prozesse von entscheidender Bedeutung. Durch Glykation bzw. Glykationsendprodukte kommt es zu einer Quervernetzung von Kollagenmolekülen, was natürlich ihre Funktionen und biomechanischen Eigenschaften stört. Sichtbar und fühlbar wird das durch eine erhöhte Steifigkeit und Anfälligkeit gegenüber mechanischen Reizen. Betroffen sind aber auch die elastischen Fasern und im Zusammenspiel gehen dann die Straffheit und Elastizität der Haut zunehmend flöten. Aber nicht genug. Die Glykationsendprodukte machen noch anderes dummes Zeug in der Haut. Dazu gehört, dass sie zum Beispiel Entzündung und oxidativen Stress fördern. Zurück zur Ernährung. Welche Zucker reagieren denn nun eher glykationsmäßig? Sind das bestimmte? Ja, und zwar im Wesentlichen sogenannte Einfachzucker wie Glucose, Fructose, Galactose. Und zwar besonders, wenn sie in hohen Mengen und dauerhaft vorhanden sind. Und es kommt darauf an,
ob sie in einem Lebensmittel schnell verfügbar oder mehr verpackt vorliegen, also ob mehr Wasser und Ballaststoffe dabei sind oder ob die Einfachzucker nach dem Essen direkt ungebremst ins Blut sausen. Es gibt große Unterschiede im Hinblick auf Lebensmittel, die den Blutzucker stark oder nur wenig erhöhen. Hier hilft der sogenannte glykämische Index, auch GI oder Glücksindex genannt. Vereinfacht gesagt, je höher der Wert, desto schneller und höher steigt auch der Blutzuckerspiegel und desto schneller sinkt er auch nachher wieder. Zu den Glückstabellen setze ich euch verschiedene Links in die Infobox, damit ihr die Lebensmittel, die euch interessieren, nachschauen könnt. Aber Vorsicht, dieser Index alleine bringt's jetzt auch nicht, denn es kommt natürlich noch auf die Menge an. Und deshalb ist auch die glykämische Last, also das Produkt aus glykämischem Index und aufgenommener Menge, noch viel wichtiger. Und bitte unbedingt beachten, es ist ja nur eingeschränkt möglich, alleine aus dem glykämischen Index und der glykämischen Last eines einzigen Lebensmittels auf den Blutzuckeranstieg eines ganzen Essens zu schließen. Das besteht ja aus mehreren Zutaten. Die gute Nachricht: Eine ballaststoffreiche, eiweiß- und fetthaltige Kost lässt den Blutzuckeranstieg insgesamt eher niedrig bleiben. Aber dazu kommen wir gleich noch bei den Ernährungstipps. So, wir haben ja über die glykämische Last gesprochen, aber sie gibt keinen Hinweis auf bereits fertig gebildete Glykationsendprodukte. Die dürfen wir nämlich nicht vergessen. Sie können einerseits bereits von vornherein in Lebens- und Nahrungsmitteln vorhanden sein, aber andererseits kann ihre Menge auch durch bestimmte Formen des Erhitzens um ein Vielfaches gesteigert bzw. neu gebildet werden. Insbesondere durch wasserarme, trockene Gartechniken wie zum Beispiel Rösten, Grillen, Braten, Backen und Frittieren. Also klar, der Gehalt an Glykationsendprodukten in Nahrungsmitteln ist natürlich sehr unterschiedlich. Einen hohen haben oft zum Beispiel Wurst, Schinken und andere Fleischprodukte, Butter, Margarine, Cornflakes, fertige Müslis, Kartoffelchips, Pommes frites, pasteurisierte Milch, zuckerhaltige Fertiggetränke, also insbesondere verarbeitete Lebensmittel. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich das mache, verzichte ich deshalb auf Brot, Kuchen, Cookies und so weiter? Nein, überhaupt nicht. Aber ich versuche, eine Art Ausgleich zu schaffen und dann die Zucker- und AGE-Belastung anderweitig zu begrenzen. Um die Zuckerlast und die Bildung von Glykationsendprodukten zu verringern, hier meine Tipps. Tipp 1. Reduzierung von einfachen, schnell verfügbaren Zuckern. Wer gerne viel Zuckerhaltiges isst und die Gewebeglykation und Alterungsprozesse vermindern will, sollte den Konsum von schnell verfügbaren, einfachen Zuckern reduzieren und stattdessen mehr Ballaststoffe, gute Fette und Proteine einbauen. Die Kalorienmenge sollte sich dabei natürlich nach dem Energieverbrauch und gesunden Gewicht richten. Und dafür gibt es im Web eine Menge Grundumsatztabellen, in denen ihr euren persönlichen Bedarf errechnen könnt. Verschiedene Gesellschaften, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Diabetesgesellschaft, die Adipositasgesellschaft, empfehlen eine maximale Zufuhr freier Zucker von weniger als 10% der Gesamtenergiezufuhr. Um dafür ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, setze ich euch den Link in die Infobox. Da könnt ihr auch nachschauen, wie sie das berechnen und wie ihr es selber anwenden könnt. Tipp 2. Mehr komplexe Kohlenhydrate in die Ernährung einbauen, zum Beispiel aus Vollkornprodukten, Linsen, Bohnen, Erbsen, Quinoa, Süßkartoffeln, braunem Reis, Buchweizen, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Sache ist nämlich, die Molekülstruktur von komplexen Kohlenhydraten, das sind Mehrfachzucker, ist viel länger als die von Einfachzuckern. Im Verdauungstrakt werden dann diese Mehrfachzucker zeitverzögert in Einfachzucker aufgespalten und dadurch auch langsamer ans Blut abgegeben. Das führt zu einem nur moderaten Anstieg des Blutzuckers und Insulinspiegels und dadurch auch zu einem konstanteren Blutzuckerspiegel über Stunden. Hat auch den Vorteil, besser zu sättigen und Heißhungerattacken auszubremsen. So, und dadurch, dass jetzt nicht mehr so hohe Zuckermengen auf einmal Blut, Zellen und Gewebe überfluten, ist natürlich auch die Glykationsrate viel geringer.
Tipp 3, und das ist eine wirkliche Bombe, das Naschen von Süßigkeiten auf den richtigen Zeitpunkt legen. Also eine Schokolade nach dem Frühstück oder Kuchen oder andere Desserts nach dem Lunch sind viel besser als viele kleine Süßigkeiten zwischendurch. Denn nach einem größeren Gericht, das den Magen-Darm-Trakt mit Ballaststoffen, komplexen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten anfüllt, werden Einfachzucker nicht so schnell ins Blut aufgenommen und erhöhen deshalb auch nicht so schnell den Blutzucker und Insulinspiegel. Zum richtigen Zeitpunkt gehört auch, nach 18 Uhr möglichst Gerichte ohne bzw. mit wenigen Kohlenhydraten zu essen oder ab und zu mal das Dinner ausfallen zu lassen. Hier gibt es neben der möglichen Glykation nämlich noch einen anderen Aspekt. Durch den Zucker schüttet die Bauchspeicheldrüse über Nacht Insulin aus. Und das hemmt die Fettverbrennung, die ja auch über Nacht laufen sollte. Nun sollte man das alles aber nicht verbissen sehen und sich vielleicht ein bisschen langsam an die Sache herantasten. Auch kleine Schritte sind Fortschritte. Zum Beispiel 1 bis 2 Mal pro Woche ein Dinner-Canceling. Und natürlich gehört auch ein schönes Abendessen in netter Runde genauso zum Leben. Aber am Abend danach könnte man das Dinner auch mal ausfallen lassen oder mehr Low Carb fahren. Wie auch immer ihr es handhabt, es ist für Zellen und Gewebe erholsam und trägt auch zum Anti-Aging bei, über mehrere Stunden essensfreie Phasen einzuhalten. Zum Beispiel 3 Mal am Tag ausgewogen zu essen und sich nicht jede Stunde etwas zwischen die Zähne zu schieben. Antiglykationsprofis essen oft auch nur 2 Mal am Tag, zum Beispiel morgens und mittags oder mittags und abends. Um für Zellen und Gewebe eine möglichst lange Phase zu schaffen, in denen sie nicht durch Nahrungsmittel überflutet werden. Manche Wissenschaftler und Ernährungsexperten propagieren hier 16 Stunden zum Beispiel, aber es gibt auch andere Konzepte zum Intervallfasten. Wir wissen heute, dass solche moderaten, kurzen Art Hungerphasen die Bildung von Glykationsendprodukten verringern und zudem auch noch lebensverlängernd wirken können. Manche gehen auch so weit, nur 1 Mal am Tag zu essen. Also für mich wäre das nichts. Das muss jeder für sich selber entscheiden und auch schauen, ob der Körper damit zurechtkommt. Tipp 4. Viele pflanzliche Nahrungsmittel in den Speiseplan einbauen. Insbesondere Gemüse und Obst. Ich würde da ein Verhältnis von 80 zu 20 empfehlen. Und unbedingt öfters mal roh essen. Vorteile sind natürlich die hohen Ballaststoffmengen, aber auch Vitamine, Mineralien und für unser Thema insbesondere die sekundären Pflanzenstoffe, zum Beispiel Polyphenole. Studien gehen davon aus, dass viele dieser sekundären Pflanzenstoffe als sogenannte AGE-Breaker fungieren bzw. Antiglykationseffekte haben. Auf jeden Fall reduziert eine vorwiegend pflanzenbasierte Nahrung die altersbeschleunigende AGE-Last, während, oh Wunder, Fleischprodukte sie erhöhen. So, und wenn ihr mich fragt, wie ich das jetzt mache, ich habe Fleisch und Fisch komplett gestrichen. Und zwar schon seit einigen Jahren. In erster Linie aus ethischen Gründen. Aber sekundär hilft es mir auch, die AGE-Last deutlich zu vermindern. Und ich fahre sehr gut damit. Übrigens wird auch einigen Gewürzen eine Antiglykationswirkung zugeschrieben. Zum Beispiel Rosmarin, Zimt, Nelken, Ingwer, Estragon, da gibt es viele. Tipp 5. Die Zubereitungsmethode macht den Unterschied. Ja, zu kochen, dämpfen, dünsten. Nein, zu grillen, braten, frittieren. Und warum? Diese Garmethoden auf Wasserbasis führen zu einer exorbitant niedrigeren Menge an AGE. Noch ein weiterer Tipp. Wusstet ihr, dass Nudeln al dente gekocht einen niedrigeren glykämischen Index haben als weichgekochte? Das betrifft sowohl Hartweizen als auch Vollkornnudeln. Und der Vorteil ist natürlich, dass dadurch der Blutzuckerspiegel nicht so ansteigt. Und ihr könnt auch den glykämischen Index von Nudeln und Kartoffeln durch einen weiteren Trick senken. Kühlen Sie nämlich im Kühlschrank für ein paar Stunden nach dem Kochen durch, dann verändert sich ein Teil Ihrer Kohlenhydrate zu einer anderen Form. Und diese ist im Magen-Darm-Trakt schwieriger aufzuspalten, was in Folge zu einem niedrigeren Anstieg des Blutzuckerspiegels führt. Dieser Effekt bleibt sogar bestehen, wenn die Kartoffeln oder Nudeln wieder aufgewärmt werden. Denn die resistentere Stärke ist chemisch stabiler und behält ihre Form sogar beim Erhitzen noch.
Tipp 6. Weniger hochverarbeitete Lebensmittel essen. Denn diese werden zu einem Großteil vorbehandelt, frittiert, gebraten, geröstet, gebacken, was auch immer. Und das erhöht natürlich die AGE-Last. In diesem Sinne, immer schön frisch bleiben, weniger AGE für mehr Happy Aging. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch.